Hallo und willkommen zurück in der Tarnfeld-Generator ist ausgewählt. Gut. Bei Star Wars Knights of the Old Republic, wo ich immer noch versuche herauszufinden, Aus den Augen, aus dem Sinn. wie ich den Tarnfeld-Generator. Ah. Heißt das, dass er mich gesehen hat? Ne, ist das nur ein Trooper? Aber jetzt ist das Tarnfeld wieder futsch. Logischerweise. Moment, kann ich es nochmal aktivieren? Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay. Aus dem Sinn. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sith-Trooper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Ender Spire gegen die Sith einsetzen. Gut, dann schaue ich mal, was ich da benutzen kann, aber erstmal. Wo war das Sicherheitssystem? Muss das die Kisten da? Kann ich davon was ausbauen? Da ist eine Feldkiste. Computersonde und Teile nehmen wir alles. So, und der Droide. Reparatur-Tutorial. Einige Droiden im Spiel sind deaktiviert oder beschädigt und können repariert werden. Dazu brauchst du natürlich Ersatzteile. Je komplizierter die Reparatur ist, desto mehr Ersatzteile brauchst du. Die Zahl der benötigten Ersatzteile hängt von der Reparaturfähigkeit des jeweiligen Charakters an. Der Droide ist jetzt aktiv und greift alle Feinde in Reichweite an. Droidenschilde aktivieren. Erfolg. Droiden in Patrouillenmodus versetzen. Gut. Okay, damit sind wir raus. ...130 Erfahrungspunkte. Nein! Was mach ich hier? Ihr spricht Carth Onasi auf eurem persönlichen Kommunikator. Ich versuche eure Position über... Bastilas Rettungskapsel ist verschwunden und ihr seid das letzte... Ja, ja. Wissen wir alles? Okay. Habe ich den jetzt schon ausgerüstet? Nein. Brauche ich den?
Das muss wehgetan haben. Ja, den kriegen wir klein, ohne dass wir eine Granate brauchen. Das muss wehgetan haben. So, Rettungskapsel futsch. Nichts für uns. Hier kriegen wir gleich wieder Ärger. Ich speichere mal. Na? Ja, ich will den überschreiben, danke. Dann ziehe ich jetzt den Tarnfeldgenerator an. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und schau mal, ob ich das hinkriege. Nee, geht nicht. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sith-Trooper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Ender Spire gegen die Sith einsetzen. So, dann hole ich mir jetzt erstmal die Überreste. Ein Medikit bekommen. Hier ist nichts zu finden. So. Jetzt. Spiel speichern. Nochmal. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hacken-Tutorial. Spieler können hacken und auf diese Weise Befehle deaktivieren oder überschreiben. Zum Hacken eines Computers sind Sonden erforderlich. Je besser ein Computer geschützt ist, desto mehr Sonden brauchst du. Die Anzahl der Sonden hängt von den Computerkenntnissen des jeweiligen Charakters ab. Computerkenntnisse. Leitung über Lasten. 5 Sonden gescheitert. Nicht genug Sonden. Abmelden. Da vielleicht genügend Sonden. 5 Stück. Nehmen wir alle. Leitung überlastet. Aktiviere Sicherheitskamera. Drücke Enter, um abzubrechen. Ah, sehr schön. Das hat geklappt. Heißt aber nicht, dass ich den nicht auch noch schnell reaktivieren kann. Diesmal aber nur im Patrouillenmodus und dann immer raus hier. Hat auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte gebracht, hervorragend. Schauen wir mal, ob wir was aus den Überresten herausholen können. Bei dem. Credits und Cryo-Band-Granate nehmen wir natürlich alles. Ionenblaster und Vibro-Klänge-Prototyp. Vibro-Klänge, das kommt mir bekannt vor. Pass mal auf, ist der Blaster, den wir jetzt bekommen haben. Ist der besser? Woran sehe ich denn das jetzt? Also der hat Schaden 1 bis 6 und Trefferchance plus 5. Der Ionenblaster 1 bis 4 und plus 5. Okay, der ist besser. Dann behalten wir den natürlich.
gerade noch rechtzeitig geschafft. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt, wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken. Ja, das mache ich gerne. Ich bin ein republikanischer Soldat wie ihr. Wir sind die letzten beiden Besatzungsmitglieder auf der Ender Spire. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Ist das nicht sowieso der, der uns die ganze Zeit Fragen stellen können wir später noch. Okay. Und nun? Ja, eben doch da, gar. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Fragen stellen können wir später noch. Gut, dann nehmen wir die Rettungskapsel. Raus mit uns. Das ist die letzte Rettungskapsel. Und deine einzige Überlebenschance. Der Droid ist tatsächlich nicht mitgekommen. Und wir stürzten tatsächlich wohl auf den Planeten. Oh. Und zum zweiten Mal heute wachen wir auf und wissen nicht so recht, was los ist. Schön, dass ihr wieder auf dem Damm seid. Ihr müsst einen entsetzlichen Albtraum hinter euch haben. Ich hatte schon befürchtet, ihr wacht nie wieder auf. Ich bin Karf, ein republikanischer Soldat von der Ender Spire. Wir saßen gemeinsam in der Rettungskapsel, ihr erinnert euch? Ja, und du hast mir deinen Namen zumindest dreimal verraten. Und deine republikanische Berufung. Und ich hatte einen seltsamen Traum, eine Vision oder so. Das überrascht mich nicht. Ihr habt einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen. Da träumt man die verrücktesten Sachen. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Seit Tagen kommt ihr nur hin und wieder zu Bewusstsein. Ein Zeichen, dass ihr noch ziemlich verwirrt sein müsst. Aber macht euch keine Sorgen. Wir sind sicher. Jedenfalls für den Moment. Wir befinden uns in einem verlassenen Apartment auf dem Planeten Taris. Beim Absturz unserer Rettungskapsel hat es ganz schön gekracht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht schwer verletzt. Ich habe euch in dem ganzen Chaos erstmal von der Absturzstelle weggezogen und bin eher zufällig in dieses verlassene Apartment gestolpert. Als die Sith auf der Bildfläche erschien, waren wir längst weg. Ich schätze, ich verdanke euch mein Leben. Warten wir also einfach ab? Ich schätze, ich schulde euch mein Leben, danke. Eine Ursache. Ich habe noch nie jemanden bei einer Mission im Stich gelassen und ich werde bei euch nicht damit anfangen. Nebenbei gesagt brauche ich eure Hilfe. Taris wird von den Sith kontrolliert. Ihre Flotte befindet sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Sie haben das Kriegsrecht verhängt und eine planetenweite Blockade errichtet. Aber ich war schon in schlimmeren Situationen. In euren Unterlagen steht, dass ihr erstaunlich viele fremde Sprachen beherrscht. Ungewöhnlich für junge Rekruten. Aber es kommt uns gelegen, denn wir sind auf einer fremden Welt gestrandet. Die Republik kann niemanden an der Blockade vorbeischmuggeln, um uns zu helfen. Wenn wir Bastila gefunden haben und von diesem Planeten wieder verschwinden wollen, sind wir auf uns selbst gestellt. Weil Bastila, das ist doch die aus der Ender Spire, oder? Der Schlag auf den Kopf hat offenbar mehr Schaden angerichtet als gedacht. Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Revan, Malak Sith-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die Sith müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Ender Spire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzt. Der Erfolg der Republik steht auf dem Spiel. Wir müssen sie finden. Wenn Bastila eine Jedi ist, dann kann sie vermutlich auf sich selbst aufpassen. Bastila braucht unsere Hilfe. Viele Anhänger von Darth Malak beherrschen die dunkle Seite der Macht. Und die Sith haben in diesem Krieg schon mehr als genug Jedi umgebracht. Ich möchte bezweifeln, dass noch jemand nach uns sucht. Wir sind nicht wichtig genug. Mit etwas Vorsicht können wir uns auf dem Planeten bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Ein Luxus, den Bastila nicht genießt. Ihr wird die halbe Sith-Flotte auf den Fersen sein.
Sie wissen, wie wichtig sie für den weiteren Kriegsverlauf ist. Bastila ist keine gewöhnliche Jedi. Sie besitzt eine seltene Gabe, welche die Jedi Kampfmeditation nennen. Bastilas Macht kann ganze Armeen beeinflussen. Ach, du liebe Zeit. Kampfmeditation, was sind das? Mit Hilfe der Macht erzeugt Bastila bei ihren Verbündeten Zuversicht und raubt ihren Feinden den Kampfeswillen. Manchmal genügt das schon, um eine Schlacht zu entscheiden. Natürlich sind ihrem Einfluss auch Grenzen gesetzt. Soweit ich weiß, ist große Konzentration vonnöten, um die Technik der Kampfmeditation aufrechtzuerhalten. Der Angriff auf die Endar Spire erfolgte so plötzlich, dass sie keine Gelegenheit mehr besaß, ihre Kampfmeditation einzusetzen. Sie kann froh sein, diesen Angriff überlebt zu haben und ist jetzt hier gefangen. So wie wir. Der ganze Planet steht unter Quarantäne. Kein Schiff kann starten oder landen. Wenn Bastila diesen Planeten verlassen will, braucht sie unsere Hilfe. Und wir möglicherweise die ihre. Habt ihr eine Ahnung, wie wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen sollen? Während ihr euch noch erholt habt, habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt Berichte, wonach eine Reihe Fluchtkapseln hier in den Slums runtergekommen sein sollen. Dort könnten wir anfangen. Doch die Slums sind gefährlich. Wir sollten keinesfalls unvorbereitet dort herumlaufen. Ich tue Bastila keinen Gefallen, wenn wir einfach losmarschieren und uns umbringen lassen. Das sehe ich genauso. Ja, je früher wir nach Bastila suchen, desto früher finden wir sie und gehen. Ja, und da sollten wir nicht die Uniform wechseln? Erkennt man uns damit nicht? Gute Idee. Wir nehmen dieses verlassene Apartment als Stützpunkt. Vielleicht finden wir hier in der Oberstadt ja sogar ein wenig Ausrüstung. Vergesst aber nicht, euch zurückzuhalten. Ich habe schon entsetzliche Geschichten über die Verhörmethoden der dunklen Jedi gehört. Man sagt, die Macht könne fürchterliche geistige Verheerungen anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Aber wenn wir uns nicht völlig dämlich anstellen, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Schließlich suchen sie Bastila und nicht solche Knallchargen wie uns. Also gut, Soldat, lasst uns gehen. So, an dieser Stelle speichere ich neu. Ich schau. Ich habe sogar noch meinen Blaster ausgerüstet. Und das, nachdem ich ein paar Tage im Koma war. Nehmen wir natürlich jetzt erstmal alles. Ich muss nämlich diese Folge nochmal neu aufnehmen, weil ich die Videos brauche und die dann reinschneiden muss. Das wird ein bisschen kompliziert. Deshalb sage ich jetzt erst schon mal Tschüss und bis bald. Bis zur nächsten Folge.